Eine Frau namens Elfriede Blonke fuhr gemütlich die Piste entlang. Plötzlich musste sie mitten auf der Piste mal ganz dringend auf Toilette. Sie zog sich auf der Piste die Hose runter und dabei machten sich die Skier selbstständig. Sie wollte bremsen und fiel dabei auf den Po. Ein Mann, der vorbeikam, sah das und fuhr deswegen vor den Baum. Am Pistenbarrier bekam sie viele Pflaster auf ihre vier Buchstaben geklebt. Am nächsten Tag trafen sie sich beim Pistenarzt Dr. Knochenhans. Stellen Sie sich vor, da war eine Frau, die mit nackten Händen in die Piste runtergefahren war. Die Frau schmunzelte und sagte: Ja, nicht zu fassen, das habe ich auch erlebt. Und die Moral von der Geschichte? Frauen müssen immer. Und Männer nicht. Männer gucken immer. Und Frauen nicht.